Hallo, liebe Deutschlernende, ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr seht mich gut. Ich habe mir jetzt nämlich zwei sehr starke Lichter gekauft, ja. Achtung, nicht blenden lassen, aber hier sind zwei Lichter und ja, im nächsten Jahr kannst du dich darauf freuen, dass du mich jetzt viel heller siehst. Ja, es ist nicht mehr so dunkel, weil ich jetzt diese tollen Lichter habe. Ja, und heute möchte ich mit dir über den Jahresrückblick sprechen. Ja, ich mache immer sehr gerne einen Jahresrückblick am Ende des Jahres und ich denke, dadurch kann man einmal viel lernen und man merkt auch, wie viel man im Jahr gemacht hat. Ja, also ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich das Jahr in Revue passieren lasse. Ja, wenn ich das Jahr in Revue passieren lasse. Ja, wenn ich einen Jahresrückblick mache, dann merke ich immer sehr, dass ich sehr viele Dinge gemacht habe, die ich fast vergessen hätte. Ja, und deswegen möchte ich mit euch ein paar Fragen teilen. Und diese Fragen sind von Darren Hardy, jemand, der im Internet Videos macht und Artikel schreibt und so weiter. Ein recht bekannter Guru in Anführungsstrichen. Und der hatte sehr gute Fragen. Und diese Fragen möchte ich mit euch teilen. Also, er hat gefragt, ja, also die Fragen, die er sich selber stellt. Und das sind auch die Fragen, die ich mir jedes Jahr stelle. Okay? Die Fragen sind auch unten in den Kommentaren, ja. Also, damit du die Fragen nochmal lesen kannst, mache ich die Fragen unten in die Kommentare. Die Fragen lauten: Was waren die 10 besten Ereignisse des letzten Jahres? Was waren meine größten Projekte? Was sind drei Errungenschaften des letzten Jahres, auf die ich besonders stolz bin? Welche drei Lektionen habe ich im letzten Jahr gelernt? Welche drei persönliche Verbesserungen habe ich im vergangenen Jahr gemacht? Wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte und das Jahr nochmal erleben könnte, welche drei Dinge würde ich verändern? Was waren die größten Einflüsse, Produkte, Menschen, Meinungen auf mich im letzten Jahr? Ja, was hat mich am meisten beeinflusst? Dann, was war die klügste Entscheidung, die ich letztes Jahr getroffen habe? Was war die mitfühlendste Tätigkeit, die fürsorglichste Handlung, die ich für andere getan habe? Was war das größte Risiko, das ich im vergangenen Jahr eingegangen bin? Was war die wichtigste Beziehung, ja, die wichtigste Freundschaft oder die wichtigste Bekanntschaft, die sich im vergangenen Jahr verbessert hat? Welches Wort beschreibt die Erfahrung des letzten Jahres am besten und fasst sie zusammen? Ja? Welches Wort fasst das Jahr zusammen und welches Wort fasst die Erfahrungen zusammen, die ich im letzten Jahr gemacht habe? Ja? Das ist eine Frage, die man sich stellen kann. Und was sind die drei Dinge, die ich im nächsten Jahr vermeiden sollte? Was sind drei Dinge, die ich im nächsten Jahr mehr tun sollte? Und was sind drei Dinge, mit denen ich im nächsten Jahr ganz aufhören sollte? Das sind die Fragen, die ich mir bei meinem Jahresrückblick stellen werde und ich möchte sie euch ans Herz legen. Stell dir diese Fragen oder schau dir die Fragen wenigstens an und überleg ein bisschen, was die Antwort sein könnte und du wirst merken, wie toll das letzte Jahr eigentlich war und du wirst gute Ideen bekommen, wie du das nächste Jahr verbessern kannst.
Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr und, wie wir so schön sagen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss!